Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch mal meine Erfahrung mitteilen, die ich gemacht habe mit dem Laser X-Tool S1. Und das vergleiche ich jetzt mal mit dem Falcon 2 von Creality, den ich ja auch bekommen hatte. Und ganz wichtig, das ist jetzt kein Video, wo ich den einen Laser jetzt schlecht mache oder den anderen besonders gut hervorhebe. Das sind wirklich meine persönlichen Erfahrungen, die ich gesammelt habe und die möchte ich jetzt einfach mal so mitteilen. Also legen wir los. Das, was mir im Großen und Ganzen so gefällt an dem X-Tool S1, ist die Einfachheit, wie sich das alles so umsetzen lässt, was man machen möchte. Das heißt, die Software zum Beispiel ist für mich persönlich sehr einfach und intuitiv zu bedienen. Wie hier zum Beispiel habe ich noch eine 200 mm Holzscheibe übrig gehabt. Da wollte ich jetzt einfach mal so einen kleinen Gag drauf gravieren, so als Mitbringsel zu so einem Kaffee trinken. Also habe ich mir mal ein Bild runtergeladen, das vektorisieren lassen, dann halt die Elemente entfernt, die ich jetzt nicht mehr gebraucht hatte, weil ich einen eigenen Spruch darunter setzen wollte. Und auch die aufkommenden Fehler dann in diesen Vektoren ließen sich ohne Probleme mit dem Tool wieder korrigieren, sodass das dann halt ruckzuck fertig war. Dann habe ich halt noch einen Spruch in die Mitte reingesetzt, den ich ganz lustig fand, und schon war das Ganze fertig. Jetzt brauchte ich wieder nur die Parameter wieder für meine Holzscheibe, also einfach wieder die Bibliothek aufgerufen, mir die Stärke rausgesucht. Ich wollte das jetzt ein bisschen stärker gravieren lassen und dann das Ganze hochgeladen wieder in die Cloud, damit ich das anschließend auf mein iPad herunterladen kann. Ich gehe dann zu meinem Laser hin und kann von da aus wieder ohne Probleme arbeiten. Ich verbinde mich also wieder ganz einfach mit dem X-Tool S1 mit seinem Hotspot und schon kann ich loslegen. Auch wieder ganz einfach die Höhe einstellen, den Laser mit dem Fadenkreuz direkt über mein Werkstück, einmal kurz auf das kleine Linealsymbol klicken und schon fängt er an, die Höhe automatisch einzustellen. Als nächstes muss ich dann natürlich jetzt nochmal mein Objekt hier bestimmen, meine kleine Holzplatte. Auch das kann ich wieder machen, hier mit diesem Bearbeitungsbereich markieren, Kreis. Da kann ich jetzt drei Punkte definieren. Ich gehe also mit dem Fadenkreuz an irgendeinem Rand von meiner Holzplatte, bestätige das mit einem Klick auf den Knopf und das mache ich dann dreimal an x-beliebigen Rändern und schon ist das Werkstück eingemessen. Wenn ich dann auf Markierung beenden gehe, sehe ich das Ganze dann auf meinem Arbeitsbereich. Jetzt kann ich ganz einfach meine komplette Gravur markieren und dann halt in diesen Kreis platzieren. Das snappt auch direkt ein, das hat also direkt so eine Einrastfunktion. Wunderbar. Und schon bin ich fertig, bereit zum Gravieren. Ich kann dann einfach auf Bearbeitung starten, rechts oben klicken und schon wird die gesamte Datei rüber direkt auf den Laser geschickt. Das dauert einen kleinen Moment und wenn das dann fertig ist, dann kann ich mir in der Vorschau nochmal alles ganz genau anschauen. Ich habe hier so einen kleinen Slider, mit dem ich das dann halt abspielen kann oder unten auf den Abspielbutton. Den Laser habe ich einfach vors Fenster gestellt und den Abluftschlauch nach draußen durchs Fenster. Und schon kann ich loslegen mit der Gravur. Die Geruchsbelästigung ist minimal, weil ich das Fenster nicht abgedichtet habe, aber kein Problem. Und hier sehen wir auch schon, hier ist er so langsam fertig mit der Gravur. Und das sieht erstmal recht gut aus. Aber schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal genauer an. Ja, einwandfrei. Es ist eine richtig schöne, kräftige Gravur geworden, so wie ich das wollte. Und alles perfekt in super Qualität mittig graviert. Also ich bin immer wieder begeistert, wie einfach und gut das Ganze funktioniert. Aber schauen wir uns die Vergleiche zu dem Falcon 2 jetzt nochmal im Detail an. Das erste, was mir natürlich positiv aufgefallen ist, das schöne, schicke, geschlossene Gehäuse. Das ist dann nicht nur staubgeschützt, sondern ist auch wesentlich einfacher, die ganzen Abgase, die da entstehen, irgendwo hinzuleiten. Der Schlauch lässt sich auf ca. 1,40 Meter ausfahren und ich konnte den tatsächlich in der Wohnung benutzen und habe diesen Schlauch einfach nur aus dem Fenster gelegt. Klappte relativ gut. Bei dem Falcon sah es natürlich ganz anders aus. Auch wenn er schon relativ modern und schick aufgebaut ist, sieht das Ganze immer noch so nach Bastelwerk aus. Und mit dem Rauch und mit den Abgasen, die da entstehen, das konnte ich jetzt wirklich nur so einigermaßen im Griff kriegen mit so einer Haube, die ich mir geholt habe. Es gibt ja solche Faltgehäuse, die kann man dann da drüber stellen über den Laser. Aber das ist auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Man kriegt das nicht richtig dicht, weil die Schläuche an der Seite durch irgendwelche komischen Schlitze rausgeführt werden sollen. Und das ist auch jetzt nur mit so Klettverschlüssen abgedichtet, was auch nicht so hundertprozentig passgenau ist. Es ist so einigermaßen eine Krücke, um den Rauch so ein bisschen abzufangen.
aber kein Vergleich zu einem geschlossenen Gehäuse. Der allergrößte Pluspunkt in meinen Augen ist aber die Sicherheit in diesem geschlossenen Gehäuse. Ich kann nicht hier aus Versehen mal in den Laser schauen, wenn ich auf Start drücke, so wie mir das bei dem Falcon öfters mal passiert ist. Mir ist es nämlich dann öfters mal in der Hecke passiert, dass ich die Schutzbrille einfach vergessen habe aufzusetzen. Diese kompakte Bauform hat aber auch einen Nachteil. Er ist relativ sperrig und schwer. Den Falcon, den konnte ich bei Nichtbenutzung einfach hochkant irgendwo in die Ecke stellen. Der wog nicht viel und hat dann wenig Platz weggenommen. Das geht mit dem X-Solis 1 nicht mehr. Und dann natürlich auch der Lieferumfang. Bei mir war wirklich alles dabei, um sofort loszulegen. Nicht nur Beispielmaterialien verschiedenster Art, sondern auch direkt ein Air Assistant, der sich problemlos kinderleicht anschließen lässt, ohne großen Kabelsalat. Der Abluftschlauch direkt passend in ausreichender Länge, sodass man den sofort out of the box benutzen kann. Und dann auch eine vernünftige, massive, dicke Wabenplatte. Ich konnte also sofort loslegen, habe absolut nichts vermisst und brauchte mir keine Gedanken machen, mir erst noch irgendwas zu besorgen, bevor ich hier richtig loslegen konnte. Das nächste, was mir bei dem X-Tool positiv aufgefallen ist, ist die beiliegende Software. Also ich finde sie wirklich sehr komfortabel und auch intuitiv zu bedienen. Alles, was ich mir so vorgestellt habe, konnte ich ohne Probleme umsetzen. Und nicht nur auf dem PC oder Mac ist die Software wirklich sehr komfortabel, sondern auch jetzt auf kleineren Geräten, wie zum Beispiel mein iPad jetzt oder selbst auf einem Smartphone, wo das Smartphone jetzt vom Bildschirm her ein bisschen zu klein ist von der Bedienung her, aber die Möglichkeiten zum Kreativwerden habe ich genauso wie bei der PC-Software. Und das nächste, was ich auch noch wirklich sehr komfortabel fand, ist diese gesamte Materialbibliothek. Ich suche mir also mein Material, welches ich von X-Tool habe, in der Materialbibliothek aus und habe dann automatisch meine Parameter für Gravur, Schnitt oder sonstiges. Ich muss also nicht lange rumprobieren und gucken, sondern sie sind alle direkt hinterlegt. Gerade für Anfänger, zu denen ich mich auch noch zähle in Bezug auf Lasern, ist das extrem hilfreich. Und ich fand das wirklich sehr entspannt, einfach nur das Material auszusuchen, die Parameter zu übernehmen und loszulegen. Bei dem Falcon 2 von Creality muss ich mich erstmal um Software kümmern. Und dann mir erstmal überlegen, womit arbeite ich überhaupt? Arbeite ich jetzt mit einer freien Software, zum Beispiel dieses GBRL? Oder kaufe ich mir jetzt extra ein Lightburn? Ich kann es zwar 30 Tage lang testen, aber ich muss erstmal mich wieder darum kümmern. Und dann wundere ich mich, warum auf einmal ein schlechtes Ergebnis ist, einmal ein gutes Ergebnis. Das heißt, ich muss mich also erstmal mit der Software in Verbindung von dem Laser herantasten, um Ergebnisse zu erzielen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Lightburn schlecht ist, auf keinen Fall. Das ist eine hochkomplexe, sehr gute Software. Aber ich habe mich damit ziemlich schwer getan. Und ich habe es genossen, bei X-Tool mit der Software zu arbeiten, bei der auf Anhieb alles klappte. Weil sie halt abgestimmt ist auf den Laser. Wer möchte, kann aber natürlich auch Lightburn mit dem X-Tool S1 benutzen. Ganz wie man möchte. Das nächste, was mir bei dem X-Tool S1 gut gefallen hat, ist die automatische Höheneinstellung. Ich muss hier keine Klötzchen drunter legen und den Laser verstellen oder irgendwelche Hebelchen ausfahren. Nein, er macht es auf Knopfdruck. Und das andere wiederum ist die Abmessung des Werkstücks eintragen. Ich habe hier vordefinierte Größen, ob es jetzt ein Rechteck ist, ein Vieleck ist oder ein Kreis ist. Ich kann einfach die Abmessungen meines Werkstücks von Hand mit dem Laser anvisieren und damit die Größe definieren. Wenn ich da an meinen Falcon 2 denke, was das für ein Akt war. Ich habe mir extra Anschläge konstruiert, damit ich die Wabenplatte immer passgenau ansetzen konnte, damit ich halbwegs vernünftig mich nach einer Skala richten konnte, um mein Werkstück zu platzieren. Das war echt der Wahnsinn. Da war das Einmessen des Werkstücks mit dem X-Tool wesentlich angenehmer. Aber ich habe mir auch gedacht, ah, das ist zwar schon klasse, aber so eine Fotofunktion, schade, dass er das nicht hat. Weit gefehlt. Er hat zwar keine eingebaute Kamera, aber ich kann tatsächlich mit meinem Smartphone oder iPad ein Foto machen, nachdem ich das alles kalibriert habe und das als Hintergrundbild benutzen. Ja, wie geil ist das denn? So kann ich also völlig problemlos direkt auf mein Werkstück konstruieren und das auch dementsprechend positionieren. Also ab hier musste ich mir nie wieder Gedanken bei dem X-Tool machen um Platzierung meiner Werkstücke. Das klappte immer auf Anhieb problemlos. Auch die Möglichkeiten der Verbindung mit dem X-Tool S1 haben mich positiv überrascht. Ich kann ihn ganz einfach per USB an meinen PC anschließen, ganz klar. Ich kann ihn auch in mein WLAN-Netzwerk einbinden, auch kein Problem. Was mache ich aber jetzt, wenn ich an einem Ort bin, wo ich keine gute WLAN-Verbindung habe? Zum Beispiel ist bei mir im Keller, da habe ich keinen WLAN-Empfang. Aber da kann ich mich jetzt direkt mit dem Laser verbinden. Das heißt, der Laser baut also einen Hotspot auf,
Ich verbinde mein iPad jetzt direkt mit dem Hotspot des Lasers und kann ihn problemlos mit der komfortablen App bedienen. Auch das funktionierte bei mir alles auf Anhieb problemlos. Also auch hier von mir keinerlei Wünsche offen. Also mir macht der X-Tool S1 sehr viel Spaß. Alles funktioniert auf Anhieb und ich habe noch nie mit solcher Leichtigkeit und Problemlosigkeit meine Projekte umsetzen können. Wie schon erwähnt, die Software, also die hat mich wirklich begeistert. Ich konnte alles problemlos umsetzen und manche Funktionen haben mich wirklich verblüfft, wie zum Beispiel hier mit der Fotofunktion auf verschiedensten Objekte meine Gravur automatisch platzieren zu lassen. Auch das Briefkastenschild. Absolut perfekte Qualität, scharfe Buchstaben, keine ausgefransten Kanten. Ich muss mich jetzt hier nicht um irgendwelche Parameter kümmern. Auch die Graustufen auf schwarzen Acryl haben mich absolut verblüfft, als ich das getestet habe. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt funktioniert. Und ich habe es hier mit diesem X-Tool S1 auch zum ersten Mal geschafft, Keramik vernünftig zu beschriften. Das habe ich vorher niemals hingekriegt. Ja, weil ich es auch nicht besser wusste als Anfang. Bei X-Tool hat man einfach Material dabei gelegt, wie zum Beispiel jetzt dieses Beschriftungspapier nach dem Motto, probier's doch einfach mal. Und es hat funktioniert. Und ja, das Ganze hat natürlich seinen Preis. Wenn wir das jetzt vergleichen mit einem Falcon 2, ist das ungefähr das Doppelte, was wir bezahlen müssen. Und wenn wir jetzt mal ganz, ganz ehrlich sind, wenn sich einer richtig gut auskennt mit einem Falcon 2 und mit Lightburn, der kriegt dieselben Ergebnisse hin. Dafür brauche ich nicht doppelt so viel Geld ausgeben. Und ich bin im Laser absolut kein Profi und zähle mich noch zu den Anfängern. Ich habe mich immer sehr schwer getan, wenn ich irgendwelche Projekte mit dem Falcon 2 und Lightburn umsetzen wollte. Alles, was hier bei dem X-Tool S1 auf Anhieb funktionierte. Und das ist genau das, was mir dann halt so einen Spaß macht. Jeder kennt das, wenn man was machen möchte und irgendwas klappt nicht, wie frustrierend das ist. Und deswegen stand der Falcon 2 bei mir eigentlich nur noch in der Ecke rum. Und dann gibt es natürlich noch dieses gesamte Zubehör, was ich mir für diesen Laser noch anschaffen kann. Es ist nicht nur Material, was ich jetzt in diesem Shop kaufen kann, das ich dann passend habe mit den richtigen Parametern, sondern auch noch andere Laserköpfe oder irgendwelche Sachen, um Siebdruck herstellen zu können. Also das ist doch schon verblüffend, was es da alles gibt. Also diesen Laser kann ich wirklich mit gutem Gewissen auch einem Anfänger absolut empfehlen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich den kostenlos bekommen habe. Diesen Laser hat man nämlich mir schon länger angeboten und ich wollte ihn einfach nicht haben. Ich dachte, ach, so ein Riesenklotz ist auch wieder nur ein Laser, du hast doch schon genug hier stehen, benutzte eh nicht. Aber ich habe mir dann doch irgendwann mal schicken lassen. Ich dachte, ja komm, vielleicht ist es ja doch ganz interessant, mal ein geschlossenes Gehäuse zu haben. Und ich bin froh, dass ich den jetzt hier habe. Also das ist wirklich ein Laser, den ich auch benutze. Ich habe eine Idee, ich denke, ach, kannst du mal eben was lasern? Und ich kann ihn ja auch in der Wohnung benutzen. Einfach vors Fenster stellen, Schlauch nach draußen, mein Projekt starten. Wie schon erwähnt, ich bin wirklich begeistert von diesem Gerät. So, das war's dann erstmal wieder für heute. Macht's gut, bis zu meinem nächsten Video. Ciao.